besinnlicher Zeit hatten wir am Mittwoch im Plenum einen überhaupt nicht besinnlichen Antrag. Es ging um die Messerkriminalität in Deutschland, beziehungsweise wir fordern, dass da eine statistische Erfassung stattfindet. Und das war eine grandiose Rede von Martin Hess, die dazu geführt hat, dass ganz am Ende nach einer Kurzintervention konnte der gute Mann von der CDU nicht mal mehr antworten. Er hat auf eine Antwort verzichtet. Ich habe von Ihnen keine Belehrungen entgegenzunehmen über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Ich weise den von Ihnen erhobenen Vorwurf vehement und dezidiert zurück. Möchten Sie erwidern? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dass jemand auf eine Kurzintervention im Deutschen Bundestag nicht antwortet, ist mir in meinen 5 Jahren noch nie passiert. Also das war ein wirklich ein kleines, außergewöhnliches Ereignis.